Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie Laufzeitkomplexitäten von Algorithmen zustande kommen. Das Ganze so ein bisschen am Beispiel von Suchalgorithmen. Dann geht's auch gleich los. Jetzt haben wir zum Beispiel die Laufzeitkomplexität von On. N steht wie immer für die Anzahl der Elemente. Und ich habe mir hier so graue Kästchen gemalt für unsere 5 Elemente in diesem Fall. Zuerst mal, was können wir aus On eigentlich ablesen und was können wir eigentlich nicht daraus ablesen? Man muss auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass diese O-Notation einiges an Inhalt sozusagen verschluckt. Als Beispiel, wenn wir jetzt O2n hätten, dann gilt die 2 als Konstante und die wird dabei einfach rausgelöscht und das landet dann bei On. Das heißt, man kann mit dieser O-Notation keine genaue Laufzeit angeben in irgendeiner Form. Man kann nur angeben, und das ist auch das Ziel davon, wie sich das verhält, wenn es immer mehr werden. Also wenn ich jetzt 5 Elemente habe, dann kann ich sagen, ich brauche ungefähr so lange. Jetzt habe ich aber 10 Elemente, dann brauche ich jetzt so und so viel mehr. Um den Faktor wird es verändert. Ganz konkret können wir mal ein Beispiel hier für das N machen. Ein sehr einfaches natürlich. Wir haben jetzt hier unsere 5 Elemente und mit denen soll irgendwas gemacht werden. Zum Beispiel, keine Ahnung, hier ist ein Trichter und jedes Element soll in diesen Trichter gepackt werden. Ist jetzt kein Suchalgorithmus, ich gebe es zu. So, dann nehmen wir erstmal das erste Element und packen das da rein. Und ja, dann ist das erste Element weg. Ich streich's mal durch. So, jetzt ist das hier unten. Dann können wir auch den Pfeil wieder wegmachen. So. Und jetzt holen wir uns das zweite Element und packen das genauso hier rein. Und dann ist auch das zweite Element weg. Also verarbeitet, will ich mal sagen. Was wir hier sehen ist, wir nehmen ein Element und packen das da rein. Nehmen das nächste Element, packen das da rein. Und das nächste, also euch ist klar, wir fassen ein Element an und packen es irgendwo hin. Das bedeutet für uns, wenn wir jetzt ein Element hier haben, ich mache diese Kreuze hier nochmal weg und das auch nochmal. So, wenn wir nur hier ein Element haben, ich mache den nochmal ein bisschen besser weg, so, dann brauchen wir genau 1, Zeiteinheit 1. Also eine bestimmte definierte Zeiteinheit einfach. Sagen wir einfach mal eine Sekunde pro Element. Das heißt, um dieses 1, ein Element abzuarbeiten, brauchen wir eine Sekunde. So, jetzt kommt aber vor, wir haben gar nicht nur ein Element, sondern wir haben 2 Elemente. Jetzt streiche ich die anderen 3 mal durch hier. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen pro Element brauchen wir eine Sekunde, weil wir müssen das ja nur da reinschieben. Und jetzt haben wir noch ein Element und das schieben wir auch da rein. Und jetzt haben wir 2 Sekunden für 2 Elemente. So, und das geht natürlich weiter, wenn wir jetzt 5 Elemente haben, dann haben wir 5 Sekunden für alles zusammen. Weil jedes Element muss nur angefasst werden und da reingeschoben werden. So, wenn wir jetzt, keine Ahnung, hier, ich will es nicht alles zeichnen, aber wenn wir jetzt 10 Elemente haben, dann wird sich das genauso verändern. Dann haben wir nachher 10 Sekunden. Also es geht, und das ist ja das, was es hier eigentlich aussagt und was auch immer in den tollen Büchern steht, wenn man sich so ein Koordinatensystem vorstellt, die Laufzeit geht immer linear nach oben. Und es ist für uns auch gar nicht wichtig, wie schnell das Ding hier ist oder wie schnell das Ding hier ist oder wie schnell das Ding bei 100 ist. Das wollen wir mit der O-Notation gar nicht angeben. Wir wollen nur angeben, ja, es ist halt so linear und es wächst halt linear. Wir wollen auch gar nicht angeben, wie linear es wächst. Also, wenn wir jetzt hier ein Dings haben, was so läuft, dann läuft es halt so. Aber es läuft immer noch linear. Gut, hier ist jetzt eine kleine Kurve drin. Das ist linear. Euer Bildschirm ist nur komisch. Und wir wollen gar keinen Unterschied machen zwischen so einer linearen Kurve oder so einer linearen, ist das noch eine Kurve dann oder sowas? Das ist uns alles egal. Uns ist nur egal, es wächst linear und nicht so irgendwie. So, das war erstmal sehr ausführlich.